Lensch? Ja. Ich habe eine kurze Frage. Dürfte ich die Fahne aus dem Prosecution Office für einen Tag entführen? Ich würde die gerne mal waschen nach dem gestrigen Abend. Klar, machen Sie das. Danke. Wie die 62 für die 20 kommen. Leitstelle? Ja. Sie machen bitte sofort aus allen Zweierstreifen Dreierstreifen. Es gibt nur noch Dreierstreifen draußen. Okay, alles klar. Es sind, glaube ich, sogar die meisten schon Dreier gerade. Aber ich guck mal, welche noch Zweierstreifen sind. Alles klar. Wissen Sie was von Streife 1? Oh. Also, die sind bereit für ein Treffen. Alles klar, ich melde mich gleich bei Ihnen und Sie organisieren das gleich. Ich soll 10 Minuten Vorlauf geben. Die sind gerade unterwegs und machen bei im EOD ein paar Kisten auf. Alles klar. Und saufen Freibier. Ich melde mich. Ja, ja. Sie holen die alles dann, klar, Sie holen die dann wohin? Zu sich in die Farm. Ich habe gesagt, ich komme vorbei auf ein paar Flaschen Whisky. Ja, Entschuldigung. Ihnen ist aber klar, dass wenn ich die da reinlocke, die mir das übel nehmen werden, das Verhältnis. Übrigens, haben Sie mir nicht zugehört, als ich Ihnen gesagt habe, Sie sollen die da wegholen, oder habe ich mich nicht klar ausgedrückt? Ich habe gesagt, ich will die durchsuchen. Ich kann die nicht an der Farm gebrauchen. Ansonsten ist das eine Belagerungssituation. Naja, die sind da draußen auf der Terrasse. Wir trinken zusammen. Die sind nicht im Gut, Haus. Alles klar. Dann auf der Terrasse ist wichtig. Dann ist auf der Terrasse. Auf der Terrasse sowieso. Ja, ja. Gut. Gut, dann genau, kündigen Sie sich vorher an und dann werden Sie da sein und Sie holen Ihre Streifen hinzu, wenn wir schon vor Ort sind. Ja, wunderbar, so machen wir das. Ich melde mich. Bis dann. 01 mit einer Information in den Funk. Alle verfügbaren Streifen 1019 HQ Besprechung vorgezogen. 01 mit einer Information in den Funk. Alle verfügbaren Streifen 1019 HQ Besprechung vorgezogen. Besprechung findet auf dem Helikopterdeck statt. 01 Ende. Ja, dann wartet bitte noch 2 Minuten. Der Overwatch würde da gerne vorher noch landen. So 10-4, Overwatch landet und dann alle aufs Dach. Sind Sie gerade draußen? Ich bin gerade draußen, ja, ich komme gerade rein. Genau, mit Huckleberry mein Büro. Wunderbar. So, Update für Sie. Die Einteilung bleibt dieselbe. Der Einsatzort wird aber zentral an der O'Neill-Farm sein. Das heißt, wir werden da anfahren, weil Sheriff Perkins die Ablenkung oder beziehungsweise die Verstrickung in die Gespräche vor Ort machen lässt. Das heißt, wir fahren da als Kollektiv an, umstellen das Gebäude und werden dann die Person festsetzen. Okay. Soll eins der drei Teams die Zufahrten dementsprechend erstmal mit absperren? Kleinen Moment. Ah nee, das ist falsch. Sorry. Kein Problem. Geben Sie mir mal die Postleitzahl von der Farm. Ja, gebe ich Ihnen. Das ist 897. 897. Ich kann mich daran erinnern, dass wir auf der Südseite waren, korrekt. Genau, wir waren oben an der Südseite. Wir müssen das Gebäude aber diesen kompletten Bereich vollkommen umstellen. 899 gehört nicht dazu, ne? Nee. Wo gehen Sie da hin? Nee. Das 897. Alles klar. Da sind ein paar Scheunen nebendran. Ist aber alles 897. 89. Wir haben ein Problem. Gucken Sie mal auf die Karte. Es gibt zwei 897. Wir hatten da gesoffen. Ja, sagen Sie mir mal bitte, welches das ist. Ist das das rechte wahrscheinlich? Das östliche, ja. Das ist das, wo die Durchfahrt durch ist, ne? Ja, genau, richtig. Okay, hier. Das heißt, wir kommen hier runter, fahren Union Road links, dann wieder sofort links und dann ganz an den. Genau. Okay. Ja, richtig. Gut, Sheriff, folgendes. Wenn Sie den, wenn Sie die, den da sagen, dass Sie da vorbeikommen, und dann werden Sie da nicht hinfahren, weil ich befürchte, die werden Sie als Geisel nehmen, wenn die sehen, dass wir da anfahren. Das heißt, Sie werden nur sagen, dass Keine Sie kommen. Frage. In Funk hat jemand einen Termin mit aber der nicht auftauchen. Bobby Dukes. Können wir aber nicht ausschließen, dass noch jemand im Haus ist. Das wissen Sie, ne? Das ist, das Risiko müssen wir eingehen, aber das Risiko ist zu groß, als dass Sie, als dass wir sie da als Geisel haben. Sie wissen auch, wie die drauf sind. Ja, das ist super, da freue ich mich. Hauptsache, sie nehmen die Schrotflinten mit, dann reinigen wir schon das Haus. So, sie werden sich also bereithalten in den nächsten 15. Ich gebe Ihnen ja Bescheid. Und von meiner Information, 10 Minuten später noch werden wir da eintreffen. Leitstelle. Hat jemand einen Termin mit und sie werden dann sich bereithalten, dass sie
Bleibt so unentdeckt. Die machen sich aus sonst wo gegebenenfalls dann auch auf dem Weg erst zur Farm, ne? Genau. Die sind nicht gerade unterwegs. Ja, ja. Ich werd das dann sagen. Die sollen sich bei Ihnen melden, wenn die da sind, am besten dann auch. Aber ich sag Ihnen nochmal Bescheid. Ja, alles klar, so machen wir das. Gut. Okay. Gut, es wird also ein koordinierter Gesamtauftrag. Die Teams bleiben dieselben. Ne? Masters, sie sind immer noch zum Kontrollieren da. Huckleberry sind immer noch da für die Fahrzeuge. Ich bin für das Festsetzen und und die Personenkontrollen. Wir müssen jetzt die Streifenzuteilung irgendwie koordinieren. Okay. Ja. Haben wir nähere Informationen, wie es in diesem Haus aussieht? Irgendwelche Nein. Leute, die vielleicht schon mal drin waren? Nein. Nichts? Okay, gut. Okay, haben wir irgendwelche Informationen, wo die ihre Fahrzeuge parken? Haben Nein. Haben wir eine öffentliche Garage in der Nähe? Das werden wir dann mit dem Sheriff vor Ort besprechen. Gut. Kurz zum Ablauf. Übernehmen die Sicherstellung, Festsetzung der Person, geben mir dann das Go, dass ich das Haus dementsprechend stürmen kann. Werde dann mit meinen Teams dort einrücken. Und wir fahren nochmal zur Klarstellung, wir fahren alle gemeinsam die Unilfarm an. Korrekt. Wir fahren da zusammen an. Sie überlassen mir allerdings mit meinem Team und meinen Streifen den Zugriff auf das Haus selber. Und wenn Sie einschreiten müssen, schreiten Sie ein. Das ist ja ein sehr dynamischer Prozess. Okay. Bin mir nicht sicher, inwiefern wir die Möglichkeit dazu haben. Haben Sie jetzt eine Idee, wo Sie die dann sammeln? Denn dann könnten wir den... Gucken Sie auf die Karte, Postleitzahl 897, Nähe Union Road. Zwischen den Gebäuden läuft eine Straße hindurch. Ja. Das ist, auf der Straße werden wir die sammeln. Okay, dann würden wir uns versuchen, in Bezug auf einen Sichtschutz Zugang zu dem Haus zu verlangen, damit die nicht sehen, was wir tun und eventuell das die Situation eskaliert. Ja. Gut. Also. Gut. Huckleberry, ich werde Ihnen die Leute geben, damit die Fahrzeuge rausholen. Wir werden dann koordinieren, wo die nächste öffentliche Garage ist und dann die Fahrzeuge daraus holen. Eventuell transportieren wir die auch direkt dahin. Alright. Ja. Gut. Verstehe. Wollen wir bei Dreierstreifengröße bleiben? Eine Frage von der Leitstelle. Welche Streifen befinden sich noch auf der Straße? Ich glaube, ist eher das Problem, was ist, wenn da zu viele Leute sind und wir die nicht abtransportiert bekommen. Aber nee, das kriegen wir schon hin. Gut. Ich würde tatsächlich erstmal sagen, Dreierstreifen und dann füllen wir mit den Kadetten auf. So 10-4, Leute. Wir dürften deutlich mehr Rekruten und Kadetten haben. 3-4 ist schon, gut für so einen Einsatz ist. Alles klar. Da kann ich vielleicht ein bisschen Ressourcen freisetzen. Ich brauche einen fähigen Officer, der mit mir die Sicherung des Gebäudes dementsprechend durchführt. Ich rechne mal damit, dass sich da vielleicht 1-2 im Gebäude irgendwo noch verstecken wollen. Ja? Und der Rest, was das Durchsuchen, das Filzen dieser Bude betrifft, das kann auch theoretisch jeder Rekrut mit einer Taschenlampe. Ja? Da kann ich fähige Officer bereitstellen. Geht mir genauso. Ich brauche nur einen fähigen Officer, der den zweiten Streifenwagen fährt. Ja. Wir machen es jetzt erstmal so, wir machen Zweierstreifen und ziehen einfach die Anzahl der Fahrzeuge nach oben. Alright. Gut. Oh, wir haben ja gar nicht so viele Fahrzeuge, das ist ja ohne Limit. Wenn gerade keins kaputt ist. Plus die Granger. Wir haben zwei weiße und ihren. Ja, theoretisch haben wir noch Undercover-Fahrzeuge. Streife 6. Streife 10. Okay, wir haben 6 Streifen. Das passt ja schon. Das passt schon. Wir haben 6 Streifen. Gut. Bis 6 hoch. Ich habe die Aviation mit einer Scheinaufgabe versehen in Bezug auf die Racer. Die sind einsatzbereit. Ja. Okay. Gut. Wunderbar. Gut, ich werde jetzt oben Ihnen Beta- und Charlie-Gruppen geben. Und ich werde die Streife 1 bis 3 nehmen. Sie werden dann Streife 4 und 5 nehmen, Masters. Jawohl. Und Streife 6 und eine neue Streife wird gebildet für Sie, Huckleberry. Alles klar, dann gehen wir hoch. Bitte? Ich muss mal nachgucken, ob 6 nicht gerade die Aviation ist. Nee, ich glaube 10 ist die Aviation, bin mir aber nicht sicher. Ich guck gerade nochmal. Ja, 10 ist die Aviation. Perfekt. Wir werden oben dann aufteilen in nicht eingeteilte Officer und eingeteilte Officer. Das heißt, wir...
Bitte? Wir sammeln uns auf dem Dach, Sir. Wir gehen jetzt hoch. Ich werde das jetzt okay. Ich werde jetzt diese Besprechung anstimmen und Sie auf die Gruppen zuordnen. Und dann geht's dann geht's gleich los. Gut. Alright. Die Besprechung auf dem Airfield oder auf dem Airpad beginnt jetzt. Oh. Airfield? Guten Abend. Sorry. Kap, falsche Richtung. Nee, wir haben nur TVs zu sitzen unten. Headset. Ja, ist scheiße. Pass auf, der Chef ist da. Psst. Herzlich willkommen, Abend. Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen zu dieser außerordentlichen Besprechung. Sie erwarten vielleicht, dass wir heute uns hier hinstellen in einem ganz täglichen Ablauf und ich Ihnen davon erzähle, welche Erwartungshaltung ich habe bezüglich Ihrer Aktenarbeit, welche Erwartungshaltung ich habe bezüglich Ihrer Situation, aber heute sieht das Ganze anders aus. Heute werde ich Sie so schnell und so unvorbereitet ins kalte Wasser werfen, dass wir hier mal ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Was ich will, dass Sie wissen, ist, dass das heute ernst ist. Heute ist Ihr Leben in Gefahr. Besonders in Gefahr. Heute ist jedes Leben Ihres Kollegen in Gefahr. Wenn Sie heute verkacken, dann gefährden Sie Ihr Leben und das Leben Ihrer Kollegen. Der Spaß ist vorbei. Es ist ernst. Wir starten heute eine Operation, deren Inhalt Sie auf dem Weg zu dieser Operation erfahren. Sie werden in drei Gruppen eingeteilt. Team Alpha, Team Beta und Team Charlie. Diese Teams bestehen aus unterschiedlichen Streifen und werden eine Aufgabe ihres Teamleaders erfüllen. Ich bin Teamleader Alpha. Mir angehörig sind Streife 1. Treten Sie mal vor, ist Streife 1 hier. Kommen Sie ein bisschen nach vorne, Streife 1. Kommen Sie mal zu mir. Streife 2. Streife 3. So. Sie kommen bitte mit mir mit, ich sortiere Sie kurz aus. Streife 1, Streife 2 und Streife 3 mitkommen. Wie gerade besprochen, Sie sind Team Alpha. Sie bleiben erstmal hier stehen. Mhm. Jawohl. Team Beta. Alpha, Team Beta, Charlie. Wollen Sie es nochmal sagen? Sehr gut. Teamleader ist Officer Masters. Streife 4. Treten Sie mal nach vorne. Haben wir Streife 4 nicht hier? Ich glaube, Streife 4 ist unter den Zellen bei einer Abhandlung. Ja. Okay, dann Streife 5 bitte. Okay. Masters, Sie sammeln sich 4 noch ein nach der Abhandlung. Jawohl. Sammeln Sie Ihre Team im hinteren Bereich. Folgen Sie mir, Gentlemen. Team Charlie, geleitet von Officer Huckleberry. Streife 6? Streife 6 hier? Jawohl. Okay. So, und ich gehe davon aus, dass alle anderen nicht eingeteilt sind. Oder die Leitstelle. Doch, Sir, Streife 7 ist auf jeden Fall noch eingeteilt. Wir haben eine Streife 8 ist auch vor Ort, ja. Gut, dann sind die im Leitstellensystem nicht richtig hinterlegt. Ich will Streife 7 nach vorne treten lassen. So, das ist Team Charlie. Huckleberry, suchen Sie sich ein Örtchen für Ihr Team, damit ich das erstmal aufteilen kann. Es geht erstmal nur um die Aufteilung. So, die anderen Officer, die jetzt hier nicht irgendwelchen Teams angehören, treten mal ein bisschen näher an mich heran. So, habe ich die Leitstelle hier irgendwo sitzen? Ja, direkt vor Ihnen. So, Sie führen bitte folgende Situation aus. Sie formen aus den restlichen Mitgliedern des Polizeidienst eine
Streifen-Unit, die in Los Santos ihren Dienst ganz normal nach Streifenleads durchführt. Mhm. Das heißt, der Rest wird jetzt auf Streifen verteilt, die ihren Dienst nach Vorschrift in Los Santos machen und bei Bedarf abgefragt werden. Mhm. Aber bis auf Weiteres machen sie ihren Dienst jetzt hier in Los Santos. Über den Rest werden sie noch informiert, aber so ist die Aufteilung am sinnvollsten. Gut. Das verstanden. Die Besprechung im Detail wird noch nachgeholt und eine Nachbesprechung, damit sie auch wissen, was jetzt hier los ist. Okay. Die Leitstelle kann runtergehen, teilen sie sich ein und bitte Zweier- und Dreierstreifen. Ich glaube, ich habe ein paar Rekruten hier. Ne? Okay. Sehr gut. Chief. So, ja. Dann einmal alle, die nicht eingeteilt sind, mit mir runter. Helikopter? Okay. Das genau, das machen sie weiter. Sie bleiben... Okay. Einmal vom die Aviation Unit, bleiben sie mal hier oben. Ich komme gleich zu Ihnen. Check. Officer First Class alleine mit einem Kadetten eingeteilt sind. So. Also, folgendes. Ich habe hier eine Dreierstreife, zwei Dreierstreifen und eine Zweierstreife. Wie sieht Streife 1 aus? Ja... Streife 1 bräuchte an sich noch einen Kollegen, da ich aktuell alleine mit einem Kadetten eingeteilt bin. Nein, brauchen Sie nicht. Streife 2? Okay. Viererstreife. Sie haben eine Viererstreife? Das ist jawohl. Korrekt. Dann sind Sie... wer ist denn hier die... dann nehme ich... Frau Bullock, Sie sind Streife 1 jetzt. Okay. Gehen Sie mal hier rüber, damit ich das besser sortieren kann. Gut. Dann ist Streife 2 jetzt eine Dreierstreife. Wunderbar. Und Streife 1 auch eine Dreierstreife. Genau, korrekt. Und Streife 3 eine Dreierstreife. Jawohl. Perfekt. Gut. Dann haben wir das erstmal aufgeklärt. Sie kleben an mir in diesem Szenario. Sie sind Team Alpha. Wir werden heute eine Operation durchführen, über die ich Sie gleich mehr oder weniger instruieren werde, wenn wir an unseren Einsatzfahrzeugen stehen bzw. unten sind. Wir haben einen Beschluss von einem Richter und werden den heute durchsetzen. Das wird haarig. Sie halten sich bitte an meine Anweisungen. Wichtig ist, dass wir heute etwas trainieren, das Sie so noch nie trainiert haben. Nämlich agieren in einer Gruppengröße, die überfordernd erscheint. Sie orientieren sich an Ihrem Teamleader. Das bin ich. Wenn ich Ihnen eine Anweisung gebe, dann erledigen Sie das. Und Sie bleiben bei mir. Wir haben heute eine Aufgabe, die sich mit der Betreuung und dem Filzen von Tatverdächtigen befasst. Wir kümmern uns heute um Tatverdächtige. Die beiden anderen Teams haben unterschiedliche Aufgaben. Sie gehen bitte in den Streifenfunk. Ja, wir bleiben weiter im Streifenfunk. Ja, damit die der restlichen Kollegen das auch mitkriegen. Funkdisziplin ganz wichtig. Gut. Okay. Ich habe eine Frage. Fragen Sie. Dürfen die Kadetten auch eine Weste anziehen? Abkommen Sie her. Hier. Ja, besser. Links. Besser ist es. Das heißt, wir treffen uns jetzt folgendermaßen. Wo ist Ihr Streifenpartner? Wir treffen uns unten in der Garage und gucken mal, wie wir uns auf die Fahrzeuge verteilen, ja? Weil ich werde bei einer Streife mitfahren. Kann ich noch Pipi machen? Bullock. Ja, erledigen Sie das. Mache ich. Gut. Sir. Die Kadetten Westen anziehen. Wir treffen uns in 5 Minuten unten in der Tiefgarage. Jawohl, Sir. Kleine Informationen an die Kadetten, wenn sie ihre Westen anziehen, bitte auch. Nochmal ins Warten kommen. Ja. So, das heißt Häuserkampf. Ja, bitte. Ich bin soweit bereit. Wir gehen jetzt runter, verteilen auf die Fahrzeuge und werden uns dann grundsätzlich in Position bringen. Wir bleiben im Streifenfunk. Gut, mir fehlt noch der zweite Officer für die Streife 3. Ja, der kommt sofort hoch. Der ist, wie gesagt, der hat nur den rausgelassen. Sie gehen jetzt airborne mit Overwatch und halten sich in den Hills auf. Sie werden angefordert, wenn wir Bedarf haben. Huckleberry. Ja. Ihre Dienstnummer war 17, ne? 20, Sir. 20. Gut. Charlie. Wir satteln jetzt langsam auf.
Gucken Sie, dass Sie sich ruhig auf, wenn die Fahrzeuge zu eng werden, weil ich weiß, wir haben zu wenig Fahrzeuge, dass wir ruhig eine Dreiersteife bilden, wenn es notwendig ist. Oder dass Sie dann zu dritt in einem Fahrzeug sitzen, wenn es nicht reicht. Das werden Sie unten sehen, ja? Ja. Ihr Aufgabenbereich... Wir planen gerade nur mit zwei. Wir planen gerade nur mit zwei. Wir werden sehen, es könnte sich sein, dass sich das ad hoc verändert. Aber halten Sie sich an Ihren Team nieder. Ja, genau, zwei Fahrzeuge. Okay, passt, ja. Perfekt. Halten Sie sich an Ihren Team nieder. Mhm. Ja, der weiß, was los ist, was seine Aufgaben sind. Sie werden uns eh ein bisschen, Huckleberry und ich werden bei der Operation näher zusammenarbeiten. Gut, dann bereiten Sie sich vor, satteln Sie auf. Perfekt. Wer sind Sie? Ach, Officer, seien Sie lieb und machen Sie uns die Tür auf, nicht, weil wir kommen nicht mehr raus. Dann kommen Sie. Rauslassen! Moment, Bobby, komm bitte mit! Wo ist er denn? Bobby, komm, da hinten, der Officer sperrt uns auf. Na, hier auch. Entschuldigung, der ist sind ein bisschen. Sie, sind Sie von der Presse oder wo kommen Sie jetzt gerade her? Schlaumberg, nicht mal von der Kanzlei SM, mein Name. Ach, Sie sind also, in Anwälte. Okay, alles klar. Gut, ja, dann gehen Sie. Ja, ganz gut. Bobby, komm. Bock, ja. Okay. Hat so. Ja alle eure Waffen nochmal überprüfen. Natürlich. Ausrüstung komplett da. Ja. Selbstverständlich. Sie sammeln sich bitte an dem schwarzen Granger da drüben und ich muss mal schauen, ob wir noch zwei Fahrzeuge haben. Jawohl. Mhm. Okay, dann nehmen wir einen Scharnier. Wie sieht das aus mit den Fahrzeugen hier? Ist das alles für Sie oder soll ich jetzt einfach erstmal was wegnehmen? Nur diese beiden hier hatten wir jetzt für unser Team. Der Rest, weiß ich nicht. Oben stehen auch noch welche. Okay, dann nehme ich mir meins. So, Streife 1 in den Granger. Streife 2 in den weißen Scharnier. Streife 3 in den Interceptor. Ich fahre den Granger. Walker, dieser ist Scharnier. Klar. Streife 10, 10, 8. Team Alpha trifft sich bei Route 15. Im Osthighway an dem Tankstellenladen. Sie können mir auch hinterherfahren. Team Alpha Ende. Entschuldigung. Ja? Kurz, ja. Ja, wann soll ich die einen bestellen? Rufen Sie die jetzt an. Ja? Und wir starten dann gleich. Dann sind die ungefähr in 15 Minuten da, ne? Alles klar. Ja. Gut, wunderbar. Alles klar. Passt. Team Beta für Team Alpha kommen. Team Beta hört ihr Alpha. Status. Abfahrbereit. Fahren Sie ab und machen Sie einen Treffpunkt aus Richtung Norden am Highway. Kommen. So verstanden. Rücken ab. Team Charlie für Team Alpha kommen. Hört mich, komm. Selbe Anweisung. Abrücken, Einteilung in die Fahrzeuge und Punkt für das Treffpunkt am Highway zu Richtung Norden. Sie kennen den Auftragsort ausmachen. Kommen. Check, so verstanden. Mit wie viel durchsuchenden Personen rechnen wir, Sir? Das werden Sie sehen. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Gehen Sie von 6 aus. Alles klar. Okay. Streife 11, jetzt 1031 an. Streife 10 ebenfalls. Ich höre. Informationen an Streife 9, 10, 11. Darf ich vorschlagen, dass alle nicht an dem Einsatz beteiligten in den LSPD Einspunkt wechseln? Ja. Und passen Sie. Kommen Sie so durch. Auch die Leitstelle soll am besten rein. Ja, gut. Lassen Sie sich provozieren und dann die Leitstelle. Eine Information an alle Einheiten, die nicht an diesem Einsatz beteiligt sind. Ja. Wechseln Sie in den Funkride LSPD 1. Das heißt, die Leitstelle und alle nicht an dem Einsatz beteiligten Fahrzeuge kommen. Gut, wir... Die Leitstelle sind hier. Alles klar. Gut, so verstanden. Streife 11 meldet sich geschlossen und LSPD einfach. So, ich muss nochmal tanken. Mhm. Streife 9 und 10, haben Sie das so verstanden? 10-4. So, wir werden jetzt gleich noch ein Stück über den Highway fahren. Ja. Mhm.
Für die Kollegen, die mich gerade nicht hören können, vielleicht nochmal kurz aussteigen. Hören Sie mir zu. Sie sind alle ausgestattet, ausgerüstet. Ich rechne damit, dass wir, das rechnen Sie mit Gegenwehr. Wir werden heute Operation Alabama ausführen. Das bedeutet, wir werden die Mitglieder der O'Neill-Familie festsetzen, ihr Grundstück durchsuchen, ihre Fahrzeuge durchsuchen und alles Illegale dokumentieren. Alles personalientechnische dokumentieren und das in einem geordneten Ablauf. Wir haben für diesen Einsatz die Befugnisse und den Beschluss der Richterschaft. Einsatzteam Charlie, Sie halten sich an meine Anweisung. Sie halten sich ruhig, lassen sich nicht provozieren, denn das werden die versuchen. Mit aller Härte. Jawohl, Chief. Gut. Dann Streife 1 wieder in den Granger, Streife 2 und Streife 3 ebenso. Und wir fahren dann gleich los, sobald ich das Signal gebe. Sie werden es merken. Beta für Alpha kommen. Beta hört die Alpha. Status? 0,5 Klicks bis Erreichen des Zielorts. Was ist der Zielort? Kommen? Die Abfahrt Richtung Leuchtturm gegenüber des Einsatzortes. Ah, so verstanden. Charlie für Alpha kommen. Hört sie kommen. Status? Aktuell 10-6, da drei Kollegen unterwegs sind. Toilette, Kopfschmerzen, kommen? Korrekt. So verstanden. Lead Alpha für Lead Beta. Hört sie kommen. Einsatzbereit an Standort, voraussichtliche Anfahrtszeit 30 Sekunden. Gut. Team Charlie, Sie rücken, sobald Sie nicht mehr 10-6 sind, nach. Team Alpha macht sich auf dem Weg, ETA 5 Minuten, informiert Beta für Zugriff. Team Alpha und Team Beta gehen zusammen rein. Team Charlie jetzt wieder bereit. Aktuelle Anfahrtszeit, knappe 5 Minuten zum Einsatzort direkt. Team Alpha fährt an und updatet. Okay. Alpha Team folgt, wir fahren das jetzt an. ETA 5 Klicks, 5 Minuten. Beta somit. Atmen Sie tief ein, bleiben Sie ruhig, ja? Wir kriegen das schon hin. Na klar. Selbstverständlich. Das schärft die Partner mit vor Ort? Die kommen dann noch mit vor Ort. Ich will nicht, dass sie als Geisel genommen werden. Okay. 3 Klicks. Immer noch stille Anfahrt. Die Aufgabe Team Alphas ist, die Tatverdächtigen vor Ort festzusetzen. Nehmen Sie das wahr. 2,5 Klicks. Beta, Charlie, machen Sie sich bereit für Zugriff? Will go. 1,5 Klicks. Lead Alpha für den Overwatch kommen. Overwatch bewegt sich Richtung O'Neill Farm. 1 Klick. Team Alpha, Beta, Charlie, Anfahrt. Beta 10-4. Team Beta, sichern Sie die Rückseite der O'Neill Farm. Personen vor Ort hier laufen jetzt zurück ins Haus, mögliche Verschanzungsabsicht. Umstellen Sie das Gebäude großflächig. Da ist Team Alpha raus. Team Alpha nimmt Dialog auf, wir gehen rein. Hier spricht das LSPD. Erheben Sie Ihre Hände, wir kommen jetzt rein. Hände über den Kopf. Hände über den Kopf, LSPD. Beta Lead an Alpha Lead. Kommen Sie rein.
Alpha Lead mit der Information, setzen Sie alle Personen fest, die Sie sehen. Hände über den Kopf. Hände hoch. Hände über den Kopf. Hände über den Kopf. Hände über den Kopf. Ein Täter festgesetzt. Decken Sie Ihre Kollegen ab. Eine weitere Person hinten im Raum zu sehen. Wahrscheinlich besser. Sichern Sie die Person am Boden. Ich bleib hier. Weiter. Hände über den Kopf. Ja, ihr Scheiß-Stadtwichser, verpisst euch. Verpisst euch aus unserem Haus. Alle Einheiten, Alpha, Charlie, Beta, Personen festsetzen, die Sie sehen. Es ist sehr verwanzt hier, sehr verwinkelt im Haus. Hier ist ein Keller noch. Das Geld ist ein Scheißweg, oh Scheiß-Stadtbulle. Alle Personen, die im Haus sind, sofort Handschellen anlegen und nach draußen auf die Straße, Richtung Osten, vor das Gebäude. Ja, dann gehen wir zusammen rein, wir gehen zusammen rein. Ja. Ich hab rechts. Ja. Sauber. Gehen Sie ruhig. Nichts zu sehen. Alles klar, unten ist sauber. Ich geh links. Ja, ich hab rechts. Sauber. Alles sauber hier. Okay. Okay, alle Personen, die Sie festgesetzt haben, Handschellen vor die Tür, die Ostseite, das ist direkt davor, sammeln. Handschellen anlegen. Handschellen anlegen, festsetzen. Hände hoch. Alle Personen festsetzen. Ja, immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Anlegen, Kollegin. Fixieren. Kollegin. Sandro! Nehmen Sie den mal so mit raus. Kommen Sie. Ja. Kommen Sie. So. Draußen vor die Tür. Alle Beta im Außenbereich sammeln. Wir haben einen Kellerabgang. Bitte folgen Sie den Kollegen raus. Raus. Hey, wo kommen Sie? Laufen Sie hin. Sind Sie... Scheiße. Kommen Sie sofort hier runter. Was soll das? Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen rausgehen. Ach du Scheiße. Da kommen welche runter, was wollt ihr denn jetzt? Alle Personen vor das Gebäude, Ostseite, in Handschellen vor die Tür setzen. Alle Hände nach oben, Mr. Hogan. Hände nach oben, Handschellen raus, der Officer begleitet sie vor die Tür. Damit kommst du nach unten. Beta-Lied an noch andere drei Stück, das lässt sich doch sehen. Das lässt sich wirklich sehen. Oh, Alter. Okay. Hände hoch. Ich bin jetzt entspannt. Ja, warten Sie. Ja, Hände sind oben. Hände über den Kopf. Perfekt, ich werde Ihnen jetzt Handschellen anlegen. Wir erklären Ihnen das gleich alles. Auch Sie sind es, Krise. Was sagen Sie mal, was machen Sie auf unserem Grundstück? Sind Sie wahnsinnig? Kommen Sie mit runter. Officer, begleiten Sie die Person nach unten. Wir brauchen medizinische Hilfe hier oben. Okay, ja, habe ich so verstanden. Nehmen Sie Verfolgung auf, wenn Sie können. Mein eigenen Hals mit Handschellen. Das ist Amerikaner, was für Dreckfeier ihr seid. Wirklich? Bringst du ihn raus? Solche Dreckfeine im eigenen Leine. Teamlead Alpha informiert Mediziner. Was ist denn los mit euch? Habt ihr schon mal was von der Castle-Doktrin gehört? My home is my castle. Die werden komplett genommen. Genau, richtig. Gehen Sie runter, wenn hier nichts mehr ist. My home is my castle. Medical Department, wo ist die Notfall? Manfred Lenz, Chief of Police, ich brauche Einsatzkräfte, zwei Rettungswagen, wenn es geht, oben an der O'Neill Farm, das ist bei 897 im Norden. 897. Genau, das ist das Östliche, das ist die O'Neill Farm, vielleicht haben Ihre Kollegen da, wir haben gerade einen Einsatz, verletzter Officer vor Ort. Wie viele verletzte Officer? Mindestens drei. Alles klar, dann ich versuche mal was zu organisieren. Ich danke Ihnen, danke. Gut. Wir haben verletzte Officer noch oben. Kontrollieren Sie hier, gucken Sie mal, ob es Ihnen gut geht soweit. Das mache ich. Ja. Wir haben am Kellerabgang eine vermeintliche Entdeckung gemacht. Sieht aus wie ein Labor, Sir. Sehr viel größere Kanister, Gascontainer, ja. Chemische Mittel. Wo ist denn hier der Ausgang? Es ist ja ein...
Okay. Team Alpha Lead befindet sich nun vor dem Haupteingang. Bringen Sie die Tatverdächtigen zu mir. Ich habe die Hände hoch. Ach, wie die letzte. Bringen Sie die Tatverdächtigen zu mir. Ihr seid alle gleich, alles selbe Pakto, ihr scheiß Städtler. Stadtwichser, du. Alles Stadtwichser. Die Führer haben nicht verstanden, dass alles zu ihnen kommen sollen. Ja, alles zu mir. Alle zu mir. Das ist schon, was ich nicht haben soll. Ja, hab ich nichts mit am Hut. Ganze Familie O'Neill hier. So, kommen Sie ruhig alle her, ich möchte Ihnen das alles erklären. Bleiben Sie stehen. Costco, geht's dir gut, meiner? Ach, Herr Hofer! So kommen Sie alle her. Wenn Sie uns mal erklären, was das hier soll? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich bin ein Städter, Alter. Mach dich weg. Ich würde Sie bitten, dass Sie dann auch zuhören, damit ich Ihnen erklären kann, worum es hier geht. Du hast 30 Sekunden. Ich habe keine Zeit. So. Sie werden sehr, sehr viel Zeit haben, weil wir einen richterlichen Beschluss haben, Ihr gesamtes Gebäude zu durchsuchen, Sie komplett zu durchsuchen und festzusetzen, bis. Nun, solange wir brauchen. Ihre geparkten Fahrzeuge. Was heißt denn, solange wir brauchen? Sie haben 3 Stunden maximal. Absolut. Ich geben der Sie hat mir nämlich Jura studiert in Tennessee, ha? Auf der Hauptschule. Ich habe den Beschluss. Ich werde mir Mühe geben, es schneller zu machen. Der Beschluss geht für 6 Stunden übrigens, zu Ihrer Information. Für 6 Stunden? Also hören Sie mir zu, es wird nicht so lange dauern. Wenn Sie kooperieren, wird es nicht so lange dauern. Was jetzt passiert ist, die Beamten werden Sie durchsuchen. Dann werden eine andere Truppe von Beamten ihr Gebäude komplett durchsuchen. Dafür haben wir Beschlüsse und für die anliegenden Farmen. Und dann werden sie Beamte ansprechen dafür, welche Fahrzeuge hier vorne sind. Und die werden wir auch durchsuchen. Je schneller das alles funktioniert und je mehr sie kooperieren, desto schneller sind wir hier wieder weg. Wollen Sie mich verarschen? Wir sind nach Ihrer Standparke aufs Feld gegangen. Wir haben Getreide gefarmt. Wir haben Schrott gefarmt. Bei Gott, wir haben Getreide in meinem Geländewagen. Absolut, aber ich habe die Entscheidung hierfür nicht getroffen, sondern, vielleicht gab es ein Ereignis, das Sie gestern ausgelöst haben, das ein Grund dafür ist, ja? Bitte? Was haben wir denn gestern gemacht? Klären Sie uns mal auf. Ich weiß ganz genau, wer es war. Ja, gut, klären Sie uns auf. Sie sind informiert, wenn Sie Rückfragen haben, kann ich das gerne noch beantworten. Haben Sie Rückfragen? Ich habe eine Frage. Warum wird uns das nicht gesagt, sondern hier kommen bewaffnete Leute auf mein Grundstück? Und warum macht das nicht der Sheriff? Warum sind können. Sie hier? Sie der Sheriff, der kommt gleich vorbei, der wird auf eine Flasche Whisky kommen. Ich wollte Whisky trinken, Mann. Ich verstehe das schon. Es wird Sie vielleicht verwundern, aber die Autorität des Las Santas Police Department und des Sheriff's Department vereinigt sich in meiner Person. Echt? Ich habe über allem die Hand. Das bedeutet, wenn Sie sich weiter Sie haben sich in der Vergangenheit sehr, sagen wir mal, uneinsichtig bezüglich der gesetzgebenden Kraft. Wir sind aufs Feld gegangen nach Ihrer Standpauke. Ausgedrückt, deswegen kriegen Sie jetzt die volle Härte des Gesetzes. Moment, Robo steht jetzt hier trotzdem gern wissen, was war das für Ereignis? Ich glaube schon. Wer ist denn der Power Ranger hier überhaupt? Schlensch, kannst du mir jetzt sagen, was das für Ereignis war? Ich bin Chief of Police. Ich habe noch nie gehört. Na, das mit den Staatsanwälten gestern, ja? Fragen Sie am besten den Sandro, der das sehr gut beschreiben kann. Sie können es ja beschreiben mit dem See und so, ne? Sie wissen ja, wie das gelaufen ist. Bitte? Gut, alles klar. Dann werden wir unsere Maßnahme jetzt... Wir werden die Maßnahme jetzt soweit durchführen und Sie nach und nach durchsuchen, ja? Ihre Personalien feststellen, Sie komplett entkernen, mehr oder weniger, und das Gebäude auch. Morgen ist die Security diesmal uns komplett zu durchsuchen. Ich hab die doch gerade schon durchsucht. Noch Schmalzblöcke, wie geht's denn, Birne? Gut, und schon lange nicht mehr entkernen. Schmalzblöcke, wo ist er denn? So, dann, Sir, Sie mit den Koteletten und den blonden Haaren. Sie können sich gerne hier erstmal bewegen, Sie bleiben hier stehen, die Kollegen bleiben bei Ihnen. Und dann werde ich Sie einzeln erstmal durchsuchen, ja? Sir, Sie mit dem blonden Haaren sind dabei, seid ihr? Persönlich, ja? Oh, jetzt wird entkernt. Alex trifft doch, muss der Chef höchst persönlich machen, ja? So, gut, dann gehen Sie mal bitte mit dem Gesicht zum Streifenwagen hinter Ihnen. Einfach nur dann, stellen Sie sich mal so hin, das reicht schon. Gut, und ich werde Sie jetzt abtasten. Haben Sie Gegenstände dabei? Boah, ich habe das letzte Mal gestern in meine Taschen geguckt, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Werden wir sehen, gut. Team Lead Beta für Charlie, kommen Sie? Für Alpha kommen. Beta hört Alpha. Durchsuchung des O'Neill-Geländes kann dann gestartet werden. Kommen. Somit. Charlie für Alpha kommen.
Okay, Standby. Gut, dann ich guck mal in die Taschen, ja? Entkernen Sie mich endlich. Haben Sie irgendwas dabei, das gefährlich ist? Aber gut, ein bisschen Draht hier, ja. Haben Sie Waffen dabei? Ja, die Uzi in den Socken. Ah ne, die habe ich heute nicht angelegt. Ich habe nur Messer mit. Okay, fantastisch. Sehr gut. Ich würde Ihnen das Messer abnehmen für die Zeit dieser Maßnahme. Sie kriegen das zurück. Gut. Oh ne, bitte nicht. Wollen Sie es nicht zurückhaben? Können Sie behalten. Gut, ich kann es nicht abnehmen, dann packen wir das in die Asservatenkammer. Danke. Gut, dann werde ich Ihnen jetzt erstmal die Handschellen lösen und Sie zeigen mir Ihren Personalausweis, ja? Ja, sehr gerne. Drehen Sie sich mal um. Ich bin hier der Officer vor Ihnen. Habe ich mir gedacht. Können Sie mir den nochmal zeigen? Ausnahmsweise. Mr. Jack. Wir wurden angefordert. Ja? Ja, kleinen Moment. Wir haben Medizin. Wir brauchen Mediziner im Haus. Zwei verletzte Officer. Gehen Sie rein. Ist alles sicher. Entschuldigen Sie, Mr. Langridge war das. Gehen Sie durch. Ja, sehr gerne. Mr. Langridge, darf ich fragen, was Sie hier machen? Ich habe gar nichts mit dem ganzen Bums zu tun. Können Sie mir beantworten, in welchem Verhältnis Sie zu der Uni-Familie stehen? Das MD ist vor Ort eingetroffen. Ich bin hier nur lang spaziert. Ich komme aus Sandy Shores. Ich habe hier mit dem ganzen Scheiß überhaupt nichts zu tun. Ich bin genauso erschrocken wie alle anderen. Sie sind... Ja, das verstehe ich. Ich versuche nur zur Erfahrung zu bringen, warum Sie hier lang spaziert sind. Sind Sie mit einem Fahrzeug hier? Sheriff Perkins meldet sich... Ja, da hinten, der Truck, der ist meiner. Von eurem Einsatz. SD-01, kommen Sie bitte zur Uni-Farm. Danke. Der Truck dahin. PD-34 mit deiner Frage, wohin soll das MD kommen? Dafür müssen wir mal hoch, ne? Und dann auf einmal stehen hier die ganzen Kopfkarren. Ja, das verstehe ich. Okay, dann ist das soweit in Ordnung. Sie sind dann von der Maßnahme, die wir hier treffen, nicht betroffen. Sie sind halt zu dem Zeitpunkt aber auch dabei gewesen. Was jetzt passieren wird, ist, ich werde Sie zu Ihrem Fahrzeug geleiten. Mhm. Und dann werden Sie das Gelände hier verlassen. Frage vom lieben Peter. Ja. Wo sind verletzte dann führen Personen Sie mich zu Ihrem im Gebäude, zweiter Stock. Es ist sehr vertunnelt, ich kann Ihnen das nicht genau sagen. Ich verstehe natürlich, dass Sie auf Ihrem Stand Your Ground Peruhen, nicht wahr, und Ihr Home hier. So, wo haben Sie denn Ihr Fahrzeug? Da hinten? Chief, nur zur Information, die verletzten Personen ja, sind mittlerweile wieder besser. Gut, sehr gut. Sehr gut. Okay. Okay. Alles klar. Dann Mr. Langridge war das, ja? Ja, sicher. Dann vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Kooperation und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Sie können fahren. Immer wieder gerne. Fahren Sie. Ja, sicher. Ein unbeteiligter Gast der Uni-Familie verlässt jetzt das Gelände. Das war kein Hangaround, das war irgend so ein Farmer mit seinem Truck. Okay, ist ja gut. Ja, Bulldog, fang mal. Sandra! So, Sandra Mr. Holden, Bulldog kommen Sie mal mit. Auch ganz oft. Hollywood, Thorsten heiße ich, ja. Wundervoll. So, dann einmal mit dem Gesicht zum Streifenwagen. Hallo. Einfach nur, damit ich Sie hier abtasten kann, ja. So, lassen Sie irgendwo rechten Tasche, das ist mein Kukri. Ihr Kukri? Ja, mein Kukri-Messer. Haben Sie sonst noch gefährliche Gegenstände dabei? Sheriff! Ja, ich insgesamt bin gefährlich. Okay, alles klar. So, können Sie mir erklären, was das hier für eine Flüssigkeit ist in dieser Flasche? Welche Flasche meinen Sie denn? Das scheint irgendeine Flasche zu sein. Ist das Medizin? Was ist das? No, das wird wahrscheinlich Alkohol sein, sag ich Ihnen ganz ehrlich. Wir sind von welcher Flasche so sparschen. Was für Tabletten handelt es sich hier? Nicht die warme nehmen. Die warme PET, das ist... Sir, Mr. Hogan, was ist das für eine Flasche, für Tabletten? Ich habe hier Tabletten. In so einer kleinen Tüte, was ist das? Ach so, ja, sie sind vom Mediziner, ne? Okay, gut. Ja, das sagt alles, welchen Bildungsgrad der hat. Brauchen wir das so lange? Ich würde das Ihnen erstmal abnehmen und das prüfen, ja? Na klar. Gut, dann, und die Flasche, das können Sie jetzt nicht sagen, das ist Alkohol, sagen Sie. Es kann entweder, also wenn es warm ist, aufmachen? Ist es eure Stimme. Ich würde es aufmachen, aber dann vorsichtig dran riechen, ja. Okay. Stech und ammoniakhaltig ist dann Sandro. Haben wir eine positive Sichtung von Gegenständen oder irgendwas direkt auf dem Dachgipfel? Ich steck das zurück in die Tasche. Okay, alles klar. Haben Sie Waffen dabei? Ja, mein Kukri, ne? So, nur Ihr Kukri.
Na und natürlich den Baseballschläger hinterm Ohr, ne? Was hab ich gesagt? Richtig. Gut, ich nehme ihn beides erstmal ab. Ja? Sheriff, was ist denn das hier, so ein Scheißauflauf hier? Ja, Mr. Hogan. Was fragst du mich? Ich bin gerade hergefahren. Wollte eigentlich ein bisschen Whisky trinken. Ja, dann schießen Sie mal vom Platz hier. Mr. Hogan, ich nehme Ihnen den Baseballschläger und das Messer ab. Das kriegen Sie dann nach der Maßnahme zurück. Ich nehme Ihnen auch erstmal das Handy und das Tablet ab. So, dann würde ich Sie bitten, ich nehme Ihnen jetzt die Handschellen ab und dann zeigen Sie mir mal bitte Ihren Personalausweis. Achso, ist noch klar. Scheiße, was ist das denn an Klebebart, Thorsten? Nee, den hab ich mir wachsen lassen. Erzähl kein Scheiß. Na klar. Gewachsen. Alpecin dran oder was? Okay. Sie haben mir ja gleich den Waffenschein gezeigt. Haben Sie auch einen Personalausweis? Das ist mein Personalausweis, ich bin Amerikaner. Okay, haben Sie andere Ausweisdokumente vielleicht, die Sie zu erkennen geben, neben dem Waffenschein? Dankeschön. Das ist ja wie im Lotto. Sehen Sie mal, Sie haben 6,9. 6,9? Ja. Ja, dann herzlichen Glückwunsch nachträglich, Mr. O'Neill. Ja, dankeschön. Achso, es war ja jetzt, ja. Ja. Geburtstag vom Schlafen, was? Okay. Ja, bei uns weiß man nie so wirklich, wer da wann rausgekommen ist. Okay. Ne? Mr. O'Neill, also, ich hole jetzt gleich einen Beamten, der von Ihnen wissen möchte, wo, wenn Sie Fahrzeuge haben, wo die stehen. Wir haben dafür einen Beschluss. Wenn Sie diese in der Garage haben, werden wir sie zu einem Garagenstandort bringen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, wo der Golf ist. Ja, der stand hier in Halle 8 hinter Ihnen. Aber wo der jetzt vielleicht, ist, vielleicht. Halle 8? Wenn Sie, haben Sie Fahrzeuge in Besitz da? Neben dem Golf? Ich habe einen Ehenser Golf und ich habe eine SE50. Also beide nicht angemeldet. Also die gehören nicht wirklich mir, aber... Okay, alles klar, verstehe. Gut, dann würde ich Sie trotzdem nochmal befragen lassen von einem zusätzlichen Officer. Warten Sie eine Sekunde. Team Charlie für AlphaCom. Ja, da hinten ist schon mal gar nichts außer eine Schrottlaube. Schicken Sie mal einen Officer zu dem Hogan-Verschnitt hier rüber. Oder kommen Sie mal, schicken Sie mal jetzt zwei Officer, die sich darum kümmern, dass der seine Fahrzeuge zeigt, wenn er welche hat. Sheriff, ich fahre ich hole mir den nächsten. Driver 6, einmal von Stadion kommen. Nur auf irgendeinem Grundstück, deswegen sind die nicht angemeldet, ja. Ach so. Mal was vom Dachwerkgebäude gehört? So. Der Wikinger? Oh, Grüße. Kommen Sie mal bitte. Oh, ja, klar. Kommen Sie mal hier rüber zum Busch. Oh, und Grüße. Zum Baum. Der Busch, so, der ist ein bisschen eklig. Ja, ja, und dann gehen Sie, da nicht so nah ran, aber bleiben Sie da stehen. Ich würde Sie mal kurz abtasten. Ja, klar, machen Sie das. Natürlich. Die waren auf eurer Farm hier und haben rumgeballert. Mit uns ist das denn? So. Haben Sie irgendwelche Gegenstände dabei, die illegal sind? Ich habe einen Kukri dabei, so ein Kampfmesser. Weiß nicht, ich wohne auch im Norden, also ist ja klar. Aber die haben hier getrieben da. Doch, die sind nur am Rumballern, die Klöppen hier. Wie kommt's eigentlich? Habt ihr noch immer Probleme mit diesen Latinos? Was haben sie denn hiermit vor? Das sind Zigaretten, sind das aber nicht. Ach, okay, soll ich ganz ehrlich sein, das ist hier so ein, also das ist so Beruhigung. Ich war ziemlich stark abhängig vom Online-Casino. Ja, ich habe das gegen Zigaretten ausgetauscht. Naja, aber es sind keine Zigaretten. Ach nein? Nein. Dann hat mich der komische Typ da hinter dem Haus verarscht. Okay. Gut, ich werde das Ihnen jetzt erstmal abnehmen. Ja klar, mein Gott, da muss ich wieder Casino spielen. Lassen Sie das, ist nicht gut für Sie. Boah, ich war auch erst einmal drin in den Büchern. Einen Moment. Alpha, hört Sie? Zur Information, wir haben zwei verletzte Personen, die von den Medics der Ambulanz jetzt versorgt werden aus dem ersten Stock. Wurde ich deswegen jetzt verhaftet, weil ich auf Malta nicht Steuern gezahlt habe? Sind diese verletzten Personen tatverdächtig gekommen? Wir haben diese Personen aufgrund der Bewusstlosigkeit noch nicht identifizieren können. Zwei Officer meines Teams begleiten diese Personen zur Absicherung. Ja, die Personen sind zu den restlichen Personen auf der Ost-Südost-Seite zu schicken, damit die abgearbeitet werden können. Komm. So verstanden, bereits angewiesen. Gut, dann geht's gleich weiter, kleinen Moment. Der stinkt, der gut. Ja, stellen Sie sich vor. Huckleberry, wenn Sie mit dem fertig sind, sammeln Sie den mal hier in dieser Scheune und sichern Sie die ab, wenn die keine Fahrzeuge haben und sowas. Und das alles durchzucht ist und protokolliert. Wir werden jetzt mit dem abfahren müssen, Sir. Warum? Der gibt an, dass seine Fahrzeuge nicht hier sind, sondern er sie an den Park weiter übergeben hat. Gut, dann koordinieren Sie das mit dem Sheriff, um herauszufinden, wo der nächste
die in nächster öffentlichen Garage ist und sammeln Sie die Leute da. Geben Sie Bescheid, was ist. Sie jetzt noch Zeit für die Mathe? Nee, ich warte auf meinen Kollegen. Wir warten. Also ein. So, ich taste Sie weiter ab. Sie haben noch Waffen dabei, haben Sie gesagt? Ja, hier so ein Kukri, so ein Kampfmesser. Ich nehme Ihnen das Messer mal ab. Sie kriegen das nach der Maßnahme zurück. Ich hoffe doch. Ihr Sag Handy und Ihr Tablet nach. Nehme ich Ihnen auch ab. Ja. Gut. Gehen Sie bloß nicht an das Casino-Ding dran. Ich werde die App geschlossen lassen. Ich löse Danke. Ihnen jetzt die Handschellen und Sie drehen sich um und geben mir mal bitte Ihren Personalausweis. Ja. So, bitte sehr. Jeb? Ja, Jeb wie ein Jeb Bush. Er war Vorbild von meiner Mutti. Und Neil. 30.09. Mensch, Sie haben bald Geburtstag. Ja, bald. Also ist ja heute schon verfrühtes Geburtstagsgeschenk, ne? Nein, ich denke nicht, dass das ein Geburtstag ist. Wow. Okay, alles klar. Haben Sie hier Fahrzeuge auf dem Gelände stehen? Ich habe kein Fahrzeug. Sie besitzen keine Führerschein? Doch, also ich habe ein Fahrzeug, aber das ist nicht hier. Das ist mal kaputt gegangen und seitdem habe ich das nicht abgeholt aus der Werkstatt, ne? Alles klar, gut. Wir müssen das natürlich trotzdem überprüfen. Wenn Sie ein Fahrzeug besitzen, werden wir es durchsuchen. Ja klar, kein Problem. Kommen Sie bitte mit. Huckleberry, ich habe den zweiten Kandidaten für Sie. Für Fahrzeuge. Das ist Jeb O'Neill. Ja, Grüße. Alright. Ich habe nichts gegen Städter, aber ich finde, der gehört hier einfach näher. Natürlich, Sir, natürlich. Mr. O'Neill? Ja, bitte. Sandro O'Neill? Entschuldigung. kommen Sie bitte mit. Also, Sandro O'Neill, bitte. Na klar, Sheriff. Möchte gern Sheriff. Kommen Sie rüber. Am besten hier so ein bisschen, dann muss ich nicht so schreien. Ich werde Sie jetzt kurz abtasten. Haben Sie irgendwelche gefährlichen Gegenstände dabei? Mein Messerchen und mein Schlägerchen. Ihr Kukli, meinen Sie? Das Kukli, genau. Das habe ich schon gelernt. Ich taste Sie trotzdem mal durch die Taschen ab, ja? Genau. Das hat mir fertigt unser Nachbar an. Da muss man auch generell auf der Farm immer ein bisschen aufpassen, dass da nicht so... Also da fliegen gelegentlich auch so Pfeile, weil der da drüben so rumprobiert. Das ist... genau. Da ist es. Alter, jetzt mach er dich doch von unserem Grundstück runter, Junge! Das scheint ja irgendein Verrückter zu sein hier oben. Bist du bescheuert, hier schon wieder so rumzuballern? Das muss ein Freund von mir sein. Was soll denn nur das? Okay, Sie haben eine Menge Zigaretten dabei. Rauchen Sie viel? Mon. Nee, wissen Sie, ich drehe Joints. So nämlich. Ja. Hat's mich daran. Das war übrigens gerade wütende Ironie. Ja, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich rauche gerne mal eine Zigarette. Gut, dann durch die Anweisung, durch den Hinweis werde ich jetzt all Ihre gesamten Zigarettenmaßnahmen, also Ihr gesamtes Zigarettenrepertoire beschlagnahmen und gucken, ob wir da was dabei haben, was keine Zigarette ist. Verstehen Sie? Mhm. Okay. Machen Sie das. Gut, dann nehme ich das alles mal ab. Welcher von euch zwei Fritz Piepedo hatte gerade einen aufgerissen? Ist das nicht ein Tabakblatt hier? Bitte. Ja? Ich habe keine Ahnung. Also... Kann ich nichts zu sagen. War alles in der Einpackung da drin. Aber das sind doch Blätter, also Pflanzen, nein, Tabakpflanzen. Kann sein, ja. Nee, keine Ahnung, Alter. Ich kaufe die auch nur. So, ich gehe zur Tanke, kaufe die. Ja, und fertig ist der Lack. So, was will ich denn da jetzt zu sagen? Ja, verstehe. Ne? Gut, dann Waffen, haben Sie gesagt. Drehen Sie sich nochmal um. Ich will nochmal den Waffen genau. Tasten. Danke. Das Kukri von O'Neill Gandhi. Okay. Macht unser Nachbar, wie schon gesagt, und ein Schläger. Und die Waffen nehme ich Ihnen jetzt erstmal für die Maßnahme ab. Die kriegen Sie danach aber wieder. Und Ihr Handy und Ihr Tablet nehme ich Ihnen auch erstmal ab. So. Dann nehme ich Ihnen jetzt erstmal kurz die Handschellen ab und Sie zeigen mir bitte Ihren Personalausweis. Ich sage Ihnen, Sie machen ja echt einen Fehler. Ich rufe gleich zurück. Sie wildern in Gefilden, wo Sie nie hingehören. Mr. O'Neill, Sie wissen noch genau, dass das für Sie ebenso zutrifft, oder? Ja, aber wir haben uns dran gehalten in den letzten Tagen und da war irgendwas Großes von Nils da unten. Das kann ich tatsächlich nicht sagen, aber die 7 Ermittlungsakten dazu müsste ich erst studieren. Naja, aber das war ja alles vorher im Anschiss. Wir haben uns dran gehalten, wir haben gesagt, ja, mein Gott, der Manfred ist einfach ein, ne?
Allgemeine Information. Eine Respektsperson. Ha, verarscht. Sheriff ist eine Respektsperson. Was glauben Sie denn? Ja, ich verstehe das schon. Aber so wie Sie das vielleicht noch nicht nachvollziehen können, so sehr kann ich Ihnen nur sagen, ich mache nur meine Arbeit. Ich habe Ihnen jetzt die Waffen erstmal so abgenommen. Telefon, Tablet. Ich habe jetzt hier diese Zigaretten eingesteckt. Jetzt schieße ich Ihnen den Arsch weg. Hab Ihren Personalausweis gesehen. Sie werden jetzt gleich dazu angewiesen sein, Ihre Fahrzeuge hier vorzuzeigen. Sie sind wahrscheinlich hier mit den Fahrzeugen da, ne? Also das sind Ihre da hinten, oder? Ja. Gut, dann müssen wir die gleich auch noch durchsuchen, dafür haben wir auch Beschlüsse. Ich hätte da auch noch für was einen Beschluss, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ja, aber ich gehe nicht davon aus, dass Sie Vertreter des Rechtsstaats sind, also es ist nicht so relevant. Ich nehme mal, also wenn Sie nichts dagegen haben, ich habe mir da gerade so ein paar Gedanken gemacht und würde, bevor wir das machen, um Sie hier auf unserer Farm auch vernünftig zu begrüßen, gerne noch was Kleines vortragen. Sie dürfen vortragen, fangen. Perfekt, dann legen wir mal los. Kommen Sie. Person hat Kamera dabei. Und so. Sind Sie denn bereit? Ich warte auf den Vortrag. Ja, also das Smart Home wird aktiviert und los. Der Manfred war so froh, als er Chef war. Doch dann bemerkte er, dass er keinen Respekt hat. Im Norden war er nicht der Mittelpunkt. Er stand hinten an. Und das hat seinem Ego ganz bestimmt nicht gut getan. Er kam in den Norden und hat sich aufgeführt, obwohl hier oben nur dem Sheriff der komplette Respekt gebührt. Und ich sag, Alter, mach dich zurück in deine Stadt. Wagst du dich nochmal hierher, dann machen wir dich platt. Lass hier oben unseren Sheriff in Ruhe machen. Kümmere dich doch bitte um deine eigenen Sachen. Es angelt halt nicht jeder gern 5 Stunden nur nach Fisch. Oder steht den ganzen Tag hinter seinem Tisch. Das kann doch wirklich alles nie mehr sein. Steig doch bitte in deine Karre und fahre bitte heim. Manfred, mach die Augen auf. Reib uns unsere Flausen aus. Ich will so gerne Farmer werden und nicht bei einem Schoppraub sterben. Manfred, mach die Augen auf. Machst du doch du bekommst uns hier nicht aus dem Haus, du musst trotz all der Schwierigkeiten gelegentlich den Taser zeigen. Hast du mich verstanden, meiner? Das war doch einstudiert, oder? Das war das letzte Mal. Haben Sie gut gemacht. Die Nachricht ist angekommen. Ist angekommen, wa? So, Mr. O'Neill, dann warten Sie bitte kurz. Ich werde einen Officer finden, der sich um Ihre Fahrzeuge kümmert, ja? Jetzt habe ich es verpasst. Was denn? Ja, genauso wie Charlie Sie einfach ein Fremdgebilder in Torium hier. Herr O'Neill, bleiben Sie doch einfach da stehen. Ja, entschuldigen Sie, ich bleib stehen. Ach. Charlie für Alpha? Ich bin von Charlie noch hier. Achso, Sie können. Sind Sie alleine hier oder mit dem Kollegen? Ja, die anderen sind gerade mit den beiden Scheiben und dem anderen O'Neill weggefahren. Wir haben jetzt hier einen Tatverdächtigen, wir werden den erstmal hier abstellen, damit weiter Fahrzeuge kontrolliert werden. Du bist hier Hunger? Wir sind aktuell mit 2 Tatverdächtigen an der Tankstelle gegenüber des Crazy Esti und mit den Fahrzeugen beschäftigt. Melden nach Ausführung kommen. Marino, Sie schnappen sich mal Ihre Streifenpartnerin und lassen die Autos von da vorne aufschließen und sich zeigen von Mr. O'Neill. Alles klar. Ja. Wenn er das Fahrzeug nicht aufmachen kann, müssen wir es aufbrechen. Ja, kommen Sie nicht. Ja, wo denn hin? Und protokollieren Sie das bitte. Ja genau, protokolliert euch die Flasche, die ich auf Exub gezogen habe. Ja? Die stelle ich in Rechnung. Für Sie, ich werde das jetzt nicht einfach hier machen, Sie müssen sich nicht wegbewegen, weil Sie sind ja der Letzte hier im Kreis. Können Sie bitte, ich würde Sie ganz kurz abtasten. Verteilte Fahrzeuge, Motorräder, Traktoren, etc. Oh, das für mich. Und überprüfen, was Sie in den Taschen haben. Können die Officer mal einen Schritt beiseite gehen, einfach nur, damit ich hier auch zugreifen kann, Dankeschön. Irgendwelche gefährlichen Gegenstände dabei, neben Ihrem Messer, mit dem Sie mich versucht haben zu töten? Das habe ich schon an mich genommen, Sir. Ja, genau. Okay, sonst... Schön abgenommen. Ich guck trotzdem nochmal in die Taschen, ja? Sonst habe ich nur nochmal bloße Hände, mit denen kann ich dich töten. Na, seien Sie froh, dass wir Ihnen nicht die Hände abgenommen haben. Da können Sie wirklich froh sein. So. Wundervoll. Dann nehme ich Ihnen jetzt die Handschellen ab und Sie zeigen mir bitte Ihren Personalausweis, ja? Ja, darf ich da noch ein Happer essen? Sie dürfen was essen, natürlich. Ich habe auch was für Sie, wenn Sie was brauchen. Ja, doch, der Alte wollte mir auch was geben.
Also ich hab tatsächlich was richtig Gutes für ihn. Naja, er soll jetzt erstmal beide was geben. Essen Sie was? Haben Sie nichts dabei? Oh, das schnell aber durch, um meinen Ausweis. Ja, bitteschön. Das ist so für Energie gut, wa? Oh, das sieht gut aus. Naja, selbstverständlich, wa? Ein Klatsche, oh. Naja, gerne doch. Weg schon. Mit dem Alter könnt die Weisheit. Haben Sie da ja? noch so einen, Mr. Schaller? Nicht im Dienst. So. Ja, das gibt's nur für die Uni, ist ja leid. So. Dankeschön.